Gegen 47 stellte der Hausmeister der Grund- und Mittelschule Tüßling fest, dass in einem Werkraum im Parterre bzw. im Tiefgeschoss Rauch feststellbar war. Er zog sich sofort zurück und verständigte entsprechend die Feuerwehr. Die Feuerwehr Tüßling konnte, weil nahe gelegen im Feuerhaus situiert, sofort einschreiten und konnte den im Werkraum entstandenen Kleinbrand sofort löschen. Die Kinder, die also in einer Anzahl von ca. 200 sich im Schulhaus bzw. Schulgelände aufhielten, wurden unter Führung der Lehrkräfte in die nahegelegene Mehrzweckhalle verbracht, wo sie das Ende des Einsatzes abwarteten. Nach unseren Feststellungen liegt momentan noch eine ungeklärte Brandursache vor. Wir haben bezüglich des Sachschadens, gehen wir von einer Schadenshöhe von ca. 3.000 Euro aus. Ein Personenschaden ist aufgrund des besonnenen Ablaufs, der guten Übungen durch die Lehrkräfte in den laufenden Brandschutzübungen, sind also keinerlei Personenschäden feststellbar.